Du bist Politik Digital. Ein Videopodcast der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einem weiteren Livestream der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Mike Reichel, ich bin der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung. Ich freue mich, dass wir heute wieder hier sein können in der Volksbühne am Kaulenberg in Halle zu einer szenischen Lesung. Es gibt Zeiten, in denen man welkt, ein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Und ich freue mich darauf, dass es heute auch gelungen ist mit der Literaturwissenschaftlerin Bianca Pick und nachher auch noch mit der Figurenspielerin Julia Raab, die die Texte von Käthe Vortrieb uns näher bringen wird. Liebe Frau Pick, die Autobiografie von Käthe Vortriede, mit der Sie sich beschäftigt haben, ist ja auch erst seit etwa 20 Jahren bekannt. Wie wurden Sie auf Käthe Vortriede eigentlich aufmerksam? Auf Käthe Vortriede wurde ich aufmerksam im Zuge meiner Recherche für die Magisterarbeit. Ich habe hier in Halle Literaturwissenschaft, Zeitgeschichte und Philosophie studiert. Und es war wirklich eine Art Zufallsfund. Ich habe gesucht nach autobiografischen Texten, speziell auch von Frauen, die sich mit ihrer Verfolgungserfahrung autobiografisch auseinandersetzen. Und dann habe ich verschiedene Archive, Antiquariate und so weiter durchforstet und bin dann auf diesen Text mit dem Titel "Es gibt Zeiten, in denen man welkt" aufmerksam geworden. Und natürlich war es erstmal dieser Titel, der auch irgendwie ansprechend klingt, auch wenn Vortriede, das habe ich dann im Zuge meiner Recherche herausgefunden, selbst gar nicht ihre Autobiografie so nannte, sondern das war eine sehr kluge, wie sich herausstellte, Verlagsentscheidung. Und dann bin ich nach dem Studium nach Oldenburg gegangen. Dort stellte sich ein weiterer Zufall heraus, nämlich hat sich dort 1998 eine Forschungsstelle für Biografieforschung gegründet. Und als ich nach Oldenburg kam, war diese Biografieforschungsstelle nicht mehr selbst aktiv, aber die sorgte dafür, dass sie diesen ganzen Bestand dieses Preisausschreibens, das sind ja mehrere Texte, die dort eingereicht wurden, dass dieser Bestand von der Harvard-Universität nach Oldenburg gelangte. Und somit hatte ich die Möglichkeit, in Oldenburg die ganzen Manuskripte in Form von Mikrofischen einzusehen und habe dann immer meine, auch wenn die Forschung zu Käthe Vortriede nicht Bestandteil meiner Promotion war, trotzdem immer begleitend dazu weiter, mich weiterhin damit beschäftigt. Ja. Was ist denn so das Besondere an dieser Biografie bzw. Autobiografie von Käthe Vortriede? Als ich diesen Text las, ist mir sofort dieser besondere Ton in der Darstellung aufgefallen, dass dort hier eine Frau uns begegnet, die selbst unmittelbar von Ausgrenzung, von Verfolgung betroffen war. Sie wurde ja von den Nazis zur Jüdin gemacht und selbst aber im Text eine Art distanzierte Beobachterposition einnimmt. Das fand ich schon ziemlich interessant, weil sie auf der einen Seite diese Ereignisse in Freiburg sehr detailliert beschreibt und auf der anderen Seite können genau diese Ereignisse auch auf der Makroebene etwas über gesamtgesellschaftliche Entwicklung aussagen. Diese Spannung zwischen irgendwie distanzierter Diagnose, distanzierter Beobachtung und dieser eigenen autobiografischen Erfahrung fand ich sehr spannend, wenn man dieses Wort in diesem Kontext überhaupt gebrauchen soll. Und die nächste Besonderheit ist ja, dass dieser Text eigentlich entstanden ist im Zuge dieses Preisausschreibens. Diese Praxis, autobiografische Erfahrungen zu sammeln in Form eines Preisausschreibens, ist ja schon mal eine besondere und recht ungewöhnliche Form. Ja, also ich konnte im Prinzip über diese Recherche auch diese Besonderheit dieser Texte, dieses Textes herausstellen mit der Figurenspielerin Julia Raab. Gerade unsere Aufteilung, das wird man hoffentlich nachher sehen, dass sie diese Stimme spricht von ihr und ich diese Texte und diese historische Situation ein bisschen einordne. Da haben wir eigentlich eine sehr gute Erfahrung damit gemacht. Genau diese Spannung, selbst betroffen zu sein und distanziert auch gewisserweise die Ereignisse zu beobachten, diese Spannung darzustellen. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Lesung gemacht? Wo und wie haben Sie diese denn aufgeführt?
Wir hatten die Premiere also hier in Halle im Rahmen der Bildungswochen gegen Rassismus. Und wir haben diese Veranstaltung schon mehrfach im Rahmen dieser Bildungswochen hier in Halle aufgeführt. Und wenn man jetzt so zwei Fixpunkte herausgreifen darf, dann sind das zwei Veranstaltungen. Die letzte fand am 27. Januar im WUK-Theater statt. Und davor haben wir diese Lesung aufgeführt im Rahmen eines interdisziplinären Thementages in Oldenburg an der Universität. Aber diese Veranstaltung selbst haben wir dann zu diesem Thementag Fluchtpunkte und Grenzgänge im Theater aufgeführt und das erste Mal auch mit der Band Die Grenzgänger aus Bremen. Und diese Kombination, die spielen dann zum Beispiel Texte oder hauptsächlich Texte aus ihrem Album Und weil der Mensch ein Mensch ist, Liederlager Widerstand. Diese historische Situation mit dieser musikalischen Rahmung gibt dieser Lesung nochmal einen ganz besonderen Ausdruck. Mhm. Vielen Dank, Frau Pick. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können gespannt sein. Und nun Bühne frei für Bianca Pick und Julia Raab. Danke. Die meisten Emigranten löschen während des schweren Existenzkampfes im neuen Lande, den sie höheren Alters als Bettler beginnen, das Gedächtnis aus an eine verlorene Heimat, die ihnen Ehre und Kraft geraubt hat und ihre Menschenwürde mit Füßen trat. Mir wird das nicht gelingen und es ist auch nicht mein Ziel. Ich betrachte das Beschreiben dieser Blätter nicht als Katharsis. Und wenn ich sie im März auf das Frauenfelder Postamt gebracht haben werde, und wenn später, im Angesicht der New Yorker Freiheitsstatue, das neue Leben anhebt, nie, solange das Dritte Reich besteht, will ich mich vom Hass reinigen. Im heutigen Deutschland, das ich verabscheue, hat mich die Krankheit des Menschenhasses gepackt. Und dennoch gibt es heimwehkranke Stunden, in denen ich mich nach dem Teutoburger Wald, nach dem Schwarzwald und nach den Leidensgefährten sehne, in denen ich von einer befreiten Heimat träume, die ihren umherirrenden Kindern zuruft: Kehrt zurück! Lieber Werner, als ich heute Nacht von Samstag auf Sonntag um 3:30 Uhr durchfroren aus einer ungeheizten Wohnung vom Babyhüten heimkam, fand ich deinen Brief.
du schreibst. Schreib mir doch ein Wort, wie es dir geht. Falls dich das wirklich interessiert. Du fragtest seit einigen Jahren in deinen Briefen nicht mehr nach meinem Ergehen. Beantworte dir die Frage selber. Es geht mir, wie es einer nicht proletarisch erzogenen, fast 61 Jahre alten, herzkranken, zahnlosen Frau, die für geringen Lohn 6 Tage in der Woche von morgens 6 bis nachts um 10 schwere körperliche Arbeit tut. Die Fluchtgeschichte von Käthe Vortriede begann in Deutschland, führte in die Schweiz und endete in Amerika. Wenn man heute über deutschsprachige Emigranten und Exilanten spricht, bleibt der Name Käthe Vortriede meistens ungenannt. Dabei ist auch ihre Autobiografie, die 1999 unter dem Titel »Es gibt Zeiten, in denen man welkt« von dem Libelle Verlag veröffentlicht wurde, ein literarisches Zeugnis von Flucht, Verlust und Verfolgung. 1939 gelang Vortriede nur äußerst knapp, Deutschland zu verlassen. Die Flucht bewahrte sie vor der Deportation. Vortriede wurde von den Nazis zur Jüdin gemacht. Damit ist die Ursache, dass zwischen den beiden Äußerungen, die Sie gerade gehört haben, 11 Jahre und 6000 Kilometer liegen, bereits benannt. Während Deutschland damit begonnen hatte, der Welt den Krieg zu erklären, ging Vortriede zuerst in die Schweiz und gelangte 1941 in die USA. 12 Jahre nach ihrer Flucht aus Freiburg befand sie sich dann in New York. Dort wollte sie hin, sie wollte auch nicht länger in der Schweiz bleiben. Und auch 1945 hat sich sogar Vortriedes Traum von einer befreiten Heimat erfüllt. Aber welche Möglichkeiten hatte sie zu dem Zeitpunkt überhaupt noch? Und welche Rolle spielt es für sie, nach Deutschland zurückzukehren, in das Land, in dem sie zunehmend ausgegrenzt wurde? Das im Allgemeinen euphorisch verstandene Heimkehren blieb für Vortriede ein Traum. Die Einschnitte in den Jahren waren einfach zu tief. Die Flucht und die Anstrengungen, im Exil ihr eigenes Überleben zu sichern, haben sie nicht nur geprägt und viel von ihr abverlangt. Es war auch unmöglich, das Leben, das sie in Deutschland führte, im Exil fortzusetzen. Das geht zum Beispiel aus dem eingangs zitierten Brief hervor. Im Rückblick markieren die beiden Sätze, oder die, vor allem die Sätze, die Vortriede 1951 an ihren Sohn richtete, den Moment einer bitteren Erkenntnis. Zu dem Zeitpunkt wird sie offenbar geahnt haben, wie aussichtslos es inzwischen geworden war, sich ein Leben aufzubauen, das mit dem vor 1933 vergleichbar wäre. Das bedeutete für sie schließlich, als Journalistin und als politische Redakteurin zu arbeiten. Und dabei zeugt aber ihre Autobiografie von einer besonderen Fähigkeit, nämlich von Vortriedes Beobachtungsgabe, den wachsenden Einfluss der Nazis in ihrer Umgebung zu beurteilen. Und das jedenfalls macht sie scharfsinnig und scharfzüngig, obwohl sie selbst unmittelbar von Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung betroffen war. Vortriede verfasste ihre Autobiografie zwischen 1939 und 1940. Der Anlass ihres Schreibens war ein wissenschaftliches Preisausschreiben. Die Harvard-Universität forderte unter dem Titel »Mein Leben in Deutschland« überwiegend Emigranten dazu auf, über ihr Leben in Deutschland vor und nach 1933 zu berichten. Und genau das tat die emanzipierte Sozialdemokratin Käthe Vortriede. Und damit erfüllte sie auch die Vorgaben des Preisausschreibens. Ihr Manuskript gehörte zwar nicht zu den Beiträgen, die einen Preis bekamen, aber dennoch. Sie schreibt, sie beschreibt und sie berichtet. Untätig, in erzwungener Arbeitslosigkeit im Transitland auf die endliche Einreise in den New Yorker Hafen wartend,
erreichte mich der Aufruf zum Preisausschreiben. An alle, die Deutschland vor und nach Hitler gut kennen. Zum Zweck rein wissenschaftlicher Materialsammlung stellen wir $1000 als Preis für die besten unveröffentlichten Lebensbeschreibungen, Autobiografien, mit dem folgenden Thema zur Verfügung. Mein Leben in Deutschland vor und nach dem 30. Januar 1933. Besondere Richtlinien. Manuskripte werden nur angenommen, wenn auf der ersten Seite klar die folgenden Angaben gemacht werden. Alter. Ich bin am 2. Januar 1891 geboren. Geschlecht. Weiblich. Die Gegend in Deutschland, in der die Verfasserin lebt. Geboren bin ich in Hannover. Ich war verheiratet mit dem Fabrikanten Gustav Adolf Vortriede. Wir lebten in Herford, Westfalen. Als mein Mann 1914 zum Militär eingezogen wurde, zog ich nach Bielefeld. Seit 1923 an lebte ich in Freiburg, im Breisgau. Religion? Konfessionslos. Protestantisch erzogen und verheiratet. Von jüdischen, aus dem Judentum ausgetretenen Eltern stammend. Gesellschaftliche Stellung in Deutschland. Von Anfang 1923 an Universitätssekretärin an einem medizinischen Institut. Seit 1925 an Lokalberichterstatterin der sozialdemokratischen Freiburger Volkswacht. Von 1930 bis 1933 als in gleicher Stelle als festbesoldete Lokalredakteurin. Von 1934 Ende bis 1938 Mitte Reisende der Firma Sunlichtgesellschaft, Berlin. Verheiratet oder ledig? Witwe. Kinder? Tochter Dr. Phil Frenze Vortriede, Lehrerin, London, geboren 1911. Sohn Werner Vortriede, MA, Ohio, geboren 1915. Ausbildung? Kein Beruf erlernt. Ihre Lebensbeschreibung sollte möglichst einfach, unmittelbar, vollständig und anschaulich gehalten sein. Bitte beschreiben Sie wirkliche Vorkommnisse, die Worte und Taten der Menschen, soweit erinnerlich. Die Preisrichter haben kein Interesse an philosophischen Erwägungen über die Vergangenheit, sondern vor allem von einem Bericht persönlicher Erlebnisse. Zitate aus Briefen, Tagebüchern, Notizbüchern und sonstigen persönlichen Schriftstücken geben ihrer Schilderung die gewünschte Glaubwürdigkeit und Vollständigkeit. Dies soll kein literarisches Preisausschreiben sein. Sie sollten sich daran wagen, selbst wenn Sie nie vorher geschrieben haben. Wenn Sie nur ein gutes Gedächtnis, scharfe Beobachtungsgabe und, ja, Menschenkenntnis besitzen, selbst wenn Sie keinen Preis bekommen, kann Ihre Arbeit als Quelle für das Studium des neuen Deutschlands und des Nationalsozialismus sehr wertvoll sein. Der erste Preis ist $500. Ich bin zufrieden, wenn ich gar nichts bekomme und nur der historischen Forschung diene. Aber dafür in USA eine winzige Sekretärsstelle an einer University erhalte. Die Aufgabe bedeutet für mich in der ungesunden, unnatürlichen Atmosphäre der vorläufigen, nicht endgültigen Emigration eine Erlösung. Im Schreiben empfinde ich das Warten auf die amerikanische Freiheit nicht mehr so erdrückend. Als illegal in ein sogenanntes Gastland eingedrungene, eingekerkert in die Verhältnisse, fällt es mir jedenfalls schwer,
Es gibt Zeiten, in denen man welkt. Im Exil liegen das Warten und das Schreiben sehr nah beieinander. In der Schweiz wartete Vortriede darauf, in die USA einreisen zu können, um dort bestenfalls auch wieder journalistisch arbeiten zu können. Sie schreibend mit politischen und kulturellen Themen auseinanderzusetzen, nahm bislang einen sehr hohen Stellenwert in Vortriedes Leben ein. Deshalb wollte sie diese Tätigkeit, die sie in Deutschland bis 1933 beruflich ausübte, in irgendeiner Weise auch im Exil fortführen. Als Leserinnen ihrer Autobiografie können wir nur erahnen, wie sehr sie darunter gelitten haben muss, als ihr das journalistische Schreiben und das gesellschaftspolitische Einmischen von den nationalsozialistischen Machthabern verboten wurde. Passiv sein zu müssen und ihrem Beruf als Journalistin nicht mehr nachgehen zu können, hieß für sie zu welken. Diese Situation verschärfte sich im Exil, denn dort harrte sie in einer ziemlich kargen Umgebung aus, in kleinen, unbeheizten Zimmern. Und so schien auch das Exil zwar ihr Überleben zu sichern, aber das Leben selbst stellte sich für sie bald als unerträglich heraus. Ich bin aus Frau Meyers Eispalast ausgezogen. Leider zu spät, eine schwere Grippe hatte mich schon. Hier ist 1 Grad Wärme mehr. Also durchschnittlich 11 bis 12 Grad Celsius. Es ist eine Affenschande, wie die Leute einen bei der teuren Miete hier frieren lassen. Der Abschied von diesen gaunerigen Schweizern wird mir nicht schwer fallen. Ich verstehe nicht, wie sich Werner in der Ostschweiz überhaupt durchbringen konnte. Die Preise sind enorm, jeder Schuhmacher ein Betrüger und alle anderen Leute, mit denen man es geschäftlich zu tun hat, übervorteilen auch sofort. So wie sie hören, dass man Hochdeutsch spricht. Ja, feste Preise kennt dieses Gesindel nicht. Oder jedenfalls nur für die Frauenfelder. Wenn ich etwas kaufe, natürlich nicht. Man könnte sagen, dass diese Zeit des Wartens für Vortriede zu einer Zeit des Welkens wird. In dieser Situation war es für sie wichtig, an diesem Preisausschreiben teilzunehmen. Diese Aufgabe, eine Lebensbeschreibung zu verfassen, lässt sie trotz aller Anstrengungen und Widrigkeiten im Exil zuversichtlich sein. Aus ihrem 1940 eingereichten Typuskript geht hervor, dass und wie Vortriede gegen das Warten, gegen die aufgezwungene Handlungsunfähigkeit anschreibt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Vortriede in der Schweiz nur geduldet war und jederzeit abgeschoben werden konnte. Also die Umstände gaben ihr keinen Anlass zur Zuversicht. Das erfahren wir allerdings nur aus ihren Briefen. Ihre Autobiografie endet schließlich mit dem Tag ihrer Flucht. Es sind also die Briefe, die über diese prekären 2,5 Jahre im Schweizer Exil Auskunft geben. Und so schreibt sie bereits 1940 an ihren Sohn. Ich habe hier Zeit, Stille, Frieden, Freiheit. Was ich nicht habe, ist Sicherheit. Der Immigrant tritt hier dauernd in Schlingen und Fallen. Demokratie und Freiheit habe ich in der Schweiz nicht gefunden. Keine Niederlassungsbewilligung, sondern nur eine sogenannte Toleranzbewilligung. Die keine große Toleranz zeigt, da ja täglich widerrufbar. Und sehr oft habe ich dieses Land als fremd, ja feindlich empfinden müssen. Ich sehe schon, wie es kommt. Nach grässlich langen Jahren stehst du in Sammet und Seide gehüllt am New Yorker Hafen und nimmst mich als ganz weiß, zotteliges, heruntergekommenes Weidlein in Empfang. Ja, ich lebe sparsam, natürlich. Drehe mir meine Zigaretten selbst mit einem niedlichen Apparat à la Morphiumspritze. Wandere mit meinem MR-Täschchen alle paar Tage an den Bodensee, da die Äpfel ja wunderbar geraten sind. Und als es noch wärmer war,
ging ich täglich schwimmen in der Thur, an deren Ufern ich wie Robinson lebte. Das heißt, mir morgens ein Feuer machte, um die Bremsen fernzuhalten, und dann legte ich in die glühende Asche Kartoffeln, die Nachmittag gar waren und mein Mittag- und Abendessen bildeten. Dabei dichte ich, unaufhörlich, Schüttelreime wie August Wilhelm Schlegel, im Stehen, im Gehen, im Bette, auf Reisen selbst, wie unterm Schutz der Laren, stets dichtend. Zum Beispiel: Wie sommerselig deine Wellen schwatzen, o Tour, die Berner Bären heben sich ernst zum Tatzenschwur. Natürlich bin ich hier auch nicht mehr sicher. Die Schweiz ist nazisch geworden. Die Appenzeller Fremdenpolizei lässt keine Immigranten mehr herein. Das Heim wird geschlossen. Und dies der Sinn eines Flüchtlingsheimes, ja? Nein. Widrigkeiten habe ich augenblicklich auch weiter nicht. Nur die ohnmächtige Wut, wie alles hier auf Befehl umfällt. Nachdem der Bundesrat das herrliche Wort von der autoritären Demokratie ausgab. Und die Zeitungen es ja mit Wonne nachdruckten. Bevor Hitler in die Schweiz eindringt, muss ich hier verschwunden sein. Noch im Mai, da durfte ich mich nirgends mehr blicken lassen aus deutschen Hass. Weil ich Hochdeutsch spreche, ja? Und mit Nazis in einen Topf geworfen wurde, deren Einbruch man ja täglich erwartete. Heute nun bin ich als Immigrantin und Hitler-Gegnerin verfemt. Es ist zum Heulen traurig. Das Blatt hat sich also gewendet. Das innerhalb von nur 3 Monaten. Erst wurde Vortriede verdächtigt, Nazi zu sein, weil sie in der Schweiz durch ihre Sprache als Deutsche erkannt wurde. Und dann wurde sie von den Schweizern ausgegrenzt, weil sie als Gegnerin der Nazis identifiziert wurde. Im Kontext einer so ambivalenten Entwicklung und in genau den schwierigen Verhältnissen begann Vortriede damit, ihre Autobiografie zu schreiben. Sie nutzte diese Möglichkeit auch, um ihr publizistisches Können unter Beweis zu stellen. Und so orientierte sich Vortriede an dem vom Komitee geforderten Bericht persönlicher Erlebnisse und sie verfasste innerhalb kurzer Zeit einen mehr als 80-seitigen Text. Bei diesem Vorhaben war sie auf Hilfe angewiesen. Sie bittet daher ihre beiden Kinder, sie bei dem Vorhaben zu unterstützen. My dear children, many thanks, dear Vern, for your letter. Now I hope you will forget all your sufferings and that you are healthy and your nerves are better again. Yes, you are right. I must learn English, and I do so all days. And I'm always writing English letters, but now I will Deutsch fortfahren. Im Grunde genommen bin ich herzlich froh, dass ich dir nicht mehr Französisch schreiben muss, denn in dieser Sprache wird man unwillkürlich immer gleich pathetisch. Zunächst will ich euch sagen, dass man mich hier bis zum 1. April 1940 ganz in Ruhe lassen wird. Liebe Frenze, an dich habe ich eine besondere Bitte, leider. Ich schrieb euch wohl schon, dass ich auf Medikus Anregung mich an einer Preisaufgabe der Universitäten Cambridge in USA und Boston beteilige. Mein Leben unter Hitler. Es müssen wenigstens 50 so eng beschriebene Seiten wie diese sein. Ich arbeite enorm und es fällt mir auch viel ein. Am 1.4.1940 muss es da sein. Preisrichter sind ein Soziologe, ein Psychologe und ein Historiker der Harvard-Uni. Gewünscht wird, dass im politischen Leben Stehende sich beteiligen. Aber das muss doch alles ein bisschen belegt sein. Und ich könnte das, dokumentarisch wie kein anderer. Willst du mir aus den Mappen etwas schicken? Oder ist es vielleicht leichter für dich, nichts suchen zu müssen, und du schickst die ganzen Mappen? Ich überlasse es dir. Der erstere Weg kostet dich mehr Zeit und der letztere mehr Geld an Porto. Aber auf jeden Fall schick per Einschreiben.
und nicht anders. Und bitte sofort, die Zeit drängt. Enorm. Vor allem, ja, alle politischen Artikel vom 1. Januar 1933 ab. Selbstverständlich hätte ich am liebsten alle 8 Mappen. Oder vielleicht waren es nur 7? Naja, wenn es dir aber zu teuer kommt mit dem Porto, dann bin ich auch mit Einzelnen zufrieden, du verstehst. 1931, im Sommer, da hielt Sieder den Vortrag gegen die jüdischen Warenhäuser, in denen er ausführte, dass sie vergiftete Wurst verkaufen wollten, um die Christen zu ermorden. Sehr wichtig für mich. Vielen Dank für all eure Mühe. Mit ihrer Autobiografie, es gibt Zeiten, in denen man welkt, hoffte Vortriede auf ein neues Leben. Auch deshalb berichtet sie weitgehend den Richtlinien der Harvard-Universität gemäß über ihr Leben in Deutschland vor und nach 1933. Die politischen Ereignisse nimmt sie, und nicht zuletzt aufgrund ihres eigenen politischen Engagements, sehr genau in den Blick. In einem nüchtern, kritischen Ton schildert sie die eigenen Erfahrungen von Ausgrenzung, Flucht und Verfolgung und ihre Art, über die Ereignisse von 1933, 1938 und 1939 in Deutschland zu berichten, geht nicht nur auf ihre journalistischen Fähigkeiten des Beobachtens und Schreibens zurück. Es ist auch der Versuch, sich zu erklären, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Der erste gravierende Einschnitt kommt für sie 1933. In genau diesem Jahr plünderten die Nazis die Redaktionsräume der sozialdemokratischen Zeitung Freiburger Volkswacht. Vortriede, die dort bislang als Lokalredakteurin arbeitete, ist selbst vor Ort. In der Situation, die sie im Nachhinein schildert, herrscht Chaos und Tumult. Die Nazis beschimpften sie als Marxistenhexe, und bevor dann auch noch die Leute von der Straße in diese Räumlichkeiten stürzten, kam einer der Anführer und läutete, und ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so wendig sein könnte wie der Schneidermeister Frei, der vor 3 Minuten mit mir da unten auf das Gesindel geschimpft hatte. Ergeben tänzelte er herum, klein, behendig, legte helfend Hand an, auch an der Hakenkreuzfahne. Als der SA-Führer mich fragte, wo die Parteifahne und die schwarz-rot-goldene seien, und ich es nicht wusste, da wusste es der devote Schneider, ja? Und holte beide Fahnentücher flink herbei. Als die Hakenkreuzfahne flatterte, rief der Pöbel, Heil Hitler! Der SA-Führer gebot Ruhe vom Fenster hinab. Ja, und erteilte das Wort einem jungen Stahlhelmer, der eine Rede herunterstotterte, indem er das Glück des Volkes pries, das nun endlich den Fall dieses ja, Schandflecks der Stadt erlebe. Unter dem es ja so grenzenlos gelitten habe. Oh ja. Und dann lasen die Eindringlinge die Briefe, die auf den Schreibtischen der Redakteure lagen, machten einfältige Bemerkungen darüber. Und dann wollten sie wissen, wo die Geheimbefehle lägen. Ich sagte, alle Räume wären zugänglich. Sie sollten nur suchen, steckte mir eine Zigarette an und rauchte zum offenen Fenster hinaus. Und nun war der Pöbel nicht mehr zu halten. Mit dem Ruf, raus mit der Marxistenhexe, stürzten Männer und Frauen hinauf. Die SA aber hielt die Leute einigermaßen in Schach. 20 Mann durften herein, von Frauen keine einzige. Aber es gibt in solchen Betrieben ja nicht viel zu plündern. Einer steckte eine Blumenvase ein anderer einen Füllfederhalter. Also begann man, Stühle zu zertrümmern und das Holz aus den eben 16.000 am Morgen gedruckten Volkswachtexemplaren auf die Straße zu werfen, damit die Fahnen damit in Brand gesteckt werden konnten. Während das Fahnentuch glimmte und stank und auch die Zeitungen nicht recht brennen wollten, weil die Leute zu aufgeregt waren, um die großen Packen richtig zu entfalten, kam die Lust am Herausschleudern. Und unbedrucktes Papier, die teuren Lettern aus Metall, Schreibmaschinen, Bücher, alles flog auf die Straße. Und die Straße war fußhoch bedeckt. Ein Schreier oben kommandierte, 1, 2, 3! Dann kam ein neuer Wurf, der unten mit Jubel begrüßt wurde. In einem Nebenzimmer telefonierte ich einem Rechtsanwalt. Er gab den Rat, recht viel zerstören zu lassen. Denn entweder würden die Nazis zur alleinigen Macht gelangen, dann hätten sie ihr eigenes Hab und Gut verwüstet, oder sie kämen nicht zur Macht. Dann würde nach dem neuen Tumultschadensgesetz
alles ersetzt werden. Infolge dieses Bescheids ging ich nach Hause. Vor versammeltem Volk wollte ich nicht in Tränen ausbrechen. Doch musste ich erst noch einmal umkehren und den Stahlhelmmann um Geleit zu bitten. Denn eine Frau unten drang mit einem Regenschirm auf mich ein. Als Vortriede in diesem besagten Bescheid mitgeteilt wurde, dass sie nicht mehr als Journalistin arbeiten darf, nahm man ihr die Existenz. Und spätestens hier war der biografische Einbruch unumkehrbar. Sie selbst äußert ihre Resignation jedoch eher beiläufig. Ihre eigene Gefühlslage steht dabei erstmal im Hintergrund. Denn anstatt was zu beschreiben, was innerlich in ihr vorgeht, als sie das Berufsverbot trat, lässt sie die Umstände sprechen, denen sie ausgeliefert war. Diese Umstände, und das betrifft zum Beispiel die Plünderung der Redaktionsräume, gibt Vortriede nicht bloß dokumentarisch wieder. Vielmehr übt sie Kritik am Verhalten eines sich anbiedernden Herrn Frei, am Pöbel und am stammelnden Redner mit seinen stupiden Kommentaren. Vortriede wird zum Opfer gemacht. Dass sie sich selbst aber nicht zum Opfer machen lassen will, zeigt sie, indem sie selbst ein Verhalten kundtut, das provoziert und protestiert. Und darüber hinaus erzeugt die Darstellung gerade am Ende dieser Verwüstungsaktion ein Gestus der Überlegenheit. In einem Moment der Erniedrigung erhebt sich Vortriede, so in ihrer Beschreibung, sie erhebt sich über die aufgebrachte Menschenmenge und über die aufgenötigte Rolle eines ohnmächtigen Opfers. Sie schaut aus dem Fenster, sie schaut herab, rauchend, überlegen und sie gibt sich äußerlich gelassen. Vortriede hatte die Fähigkeit, die politische Entwicklung von 1924 bis 1939, insbesondere in Freiburg, distanziert und analytisch zu beobachten. Sie vermeidet es, trotz persönlichen Betroffenseins, die Leser persönlich betroffen zu machen. Die Leser, und das waren in erster Linie die Juroren des Preisausschreibens, ihnen wollte sie nicht das Bild eines ohnmächtigen Opfers liefern. Vortriedes Alltagsreportagen vermitteln vielmehr ein sehr konkretes Bild, wie sich in Deutschland in einer Universitätsstadt wie Freiburg der Geist der Kollaboration und des vorauseilenden Gehorsams ausbreitete. Der organisierte Terror des 1. April 1933, der als spontaner Volkswille ausgegeben wurde von der deutschen Regierung, wurde eingeleitet. Ich tat mir den Schmerz an und ging in die Stadt, um die Dinge zu beobachten. Und ich sah das Unfassliche. Ein ganzes Volk, ohne jede Ausnahme, wurde zu Verbrechern erklärt. Außer dem Stürmer wurden mir an jenem Tag auch Ansichtskarten von SS-Leuten angeboten, für 30 Pfennige das Stück. Nachdem ich sie gesehen hatte, wandte ich mich entrüstet ab. Ich hätte mich überwinden und ein einziges Mal in meinem Leben einem SS-Mann etwas abkaufen und dann diese Ansichtskarten in Massen ins Ausland schicken sollen. Die eine stellte den ehemaligen sozialdemokratischen Minister Adam Remmele aus Karlsruhe dar. Die Unterschrift hieß »Herr Minister lernt arbeiten«. Remmele wurde im Konzentrationslager Kieslau damit beschäftigt, den ganzen Tag riesige Steine aus der einen Ecke des großen Hofes in die andere auf einer Schubkarre zu fahren. Und wenn er den Haufen, mit dem er in einer bestimmten Zeit fertig sein musste, abgetragen hatte, musste er mit der schmachvollen Sisyphusarbeit von neuem beginnen. Auf der Karte sah man den 62-jährigen Mann in mühselig angestrengter Haltung und mit verbissenem Gesicht den schweren Karren schieben. Die zweite Karte zeigte die bekannte Karlsruher Straßenbelustigung. Remmele, der jüdische Staatsrat Ludwig Marum und ein sozialdemokratischer Regierungsrat wurden auf Lastwagen nach einer Verhaftung durch die Straßen Karlsruhes geführt. Nie vergesse ich Marums in Qual und Erstaunen erstarrtes Gesicht auf diesem Bilde. Die drei mussten aufrecht stehen
Ihr kleines Köfferchen hielten sie in der Hand, und der Lastwagen fuhr ganz langsam, damit jeder an den Wagen herantreten und sie anspeien und beschimpfen konnte. Und dazu spielte die Stadtkapelle, hinter dem Wagen marschierend, unaufhörlich: Das Wandern ist des Müllers Lust, weil Remmele in seiner Jugend Müller gewesen war. Marum kam nicht mit dem Leben davon. Als er in dem Schandzug an seinem Haus vorbeigeführt wurde, stand seine Frau mit den drei Kindern auf dem Balkon und weinte und winkte. Er rief hinauf: Weinet nicht, wir sehen uns wieder. Er sollte sich geirrt haben. Jüdische Sozialdemokraten wurden in Konzentrationslagern noch ganz anders behandelt als christliche. Die Juroren waren interessiert an Berichten persönlicher Erlebnisse. In diesen Berichten sollten die Teilnehmer des Preisausschreibens wirkliche Vorkommnisse, die Worte und Taten der Menschen beschreiben. Wenige Wochen vor dem Einsendeschluss schreibt Vortriede ihrem Sohn: In 14 Tagen muss ich mit meinen 100 Seiten fertig sein und die Arbeit an die Universität schicken. Leider habe ich das Harvarder Ideal der Sachlichkeit nicht ganz erfüllen können. Die Arbeit erschien mir in der Sachlichkeit zu langweilig. Ah, ich arbeite das ganze Buch um. Es sind die Vorgaben des Preisausschreibens, die Vortriede ironisch das Harvarder Ideal der Sachlichkeit nennt. Aus ihren Briefen geht hervor, dass sie sich nicht durchweg an dieser Sachlichkeitsvorgabe orientieren wollte. Eine generell sachliche Beschreibung ihrer Lage scheint sie demnach als Widerspruch zu ihren eigenen Erfahrungen empfunden zu haben. Das hätte aus ihrer Sicht das Geschehene verharmlost, und mit einer sachlichen Wiedergabe hätte sie ihren Zorn, ihr Entsetzen darüber, was sich in ihrem Umfeld ereignet, verleugnen müssen. Diese Diskrepanz versucht sie aber nicht aufzulösen, indem sie detailliert wiedergibt, was passiert ist, sondern sie versucht, ihrer Wut im Schreiben Ausdruck zu verleihen. Über ihr Leid erfahren wir also vielmehr etwas durch das, was sie schreibt, und vor allem durch die Art, wie sie erzählt. Es gab doch viele Leute, die danach entdeckten, dass die Juden Teufel und der Untergang Deutschlands seien. Oft sagten mir das Leute, auch Gebildete, mit denen ich dann in Zukunft natürlich kein Wort mehr wechselte. Ich erwiderte ihnen dann, dass ich auch dazu gehöre, was ihnen bisher nicht bekannt war, da ich der jüdischen Religion ja nicht angehörte. Sie erröteten dann und erwiderten immer das Gleiche: Ja, Sie, Frau Vortrede, Sie sind doch ganz anders. Sie sind doch gar keine richtige Jüdin. Aber Barmat, Kutiska und Skalik, das sind eben alles richtige Juden. Ich konnte mich schließlich nicht mehr enthalten, ihnen jedes Mal zu antworten: Wissen Sie, Sie sind eigentlich gar keine richtige Christin. Sie sind doch eine ganz nette Frau. Noch nie haben Sie gemordet und eingebrochen. Aber Sternickel, Hamann, Peter Kürten und der Lustmörder Denker aus Schlesien, das sind doch richtige Christen. Und wie die Frauen mir immer sagten: Eigentlich sind Sie doch eine gute Christin. So antwortete ich ihnen mit ihrer eigenen Logik: Eigentlich sind Sie doch eine gute Jüdin. Käthe Vortriede gibt Auskunft über den Alltag im Nationalsozialismus und den wachsenden Antisemitismus. Sieht sie sich mit Personen konfrontiert, die sich ihr gegenüber antisemitisch äußern, begegnet sie ihnen selbstbewusst und reagiert mit Sarkasmus. Kritik an dem diskriminierenden Verhalten ihrer Mitmenschen übt Vortriede also mit beißendem Spott. Und sie gibt dabei zu verstehen,
dass Jüdin für sie eine Stigmatisierung ist, mit der sie sich nicht identifiziert. Diese Zuschreibung durch die Nazis lehnt Vorträge ab. Und sie entlarvt auch die vermeintliche Sympathiebekundung, mit der sie sich im Alltag konfrontiert sieht, als herabwürdigend. Dass sie selbst konfessionslos war und kaum einen Bezug zum Judentum hatte, zählt aber nicht mehr. Nun wurde sie ausgegrenzt wegen ihrer jüdischen Identität. Wie sich die Lage 1938 dramatisch veränderte, wird deutlich von Vortriede über die Pogrome gegen Juden berichtet. Man braucht die Vorkommnisse vom 11.11.1938 in Freiburg im Breisgau nicht ausführlich zu beschreiben, da sie sich in nichts von denen in allen Städten und Dörfern unterschieden. Nichts ahnend ging ich an jenem Morgen in die Stadt, und als ich, schwer Ischias hinkend, die ausgebrannten Ruinen der Synagoge sah, ach, meine lieben Kinder, da hätte ich vor lauter Weh und Zorn herausschreien mögen. Tief unglücklich bin ich über die zahlreichen Idioten, die die offizielle Lesart glauben. Die Juden hatten Sprengstoffe in der Synagoge, die haben sich von selbst entzündet und deshalb sitzen alle. Ich sah die eingeschlagenen, ausgeraubten Schaufenster des einzigen, noch vorhandenen Geschäftes mit jüdischem Inhaber. Goebbels und die deutsche Regierung betonten in ihren langen Erörterungen ihre Milde und Nachsicht, die sie auch jetzt noch angesichts der offen zutage tretenden Mördergesinnung des jüdischen Volkes ihm angedeihen ließen. Das war das Allerwiderlichste. Im gleichen Artikel erließ Goebbels das Gesetz, dass die Juden die durch Versicherung gedeckten Schäden ihrer Geschäfte, da sie sie ja mutwillig selber verschuldet hätten, auch selber auf eigene Kosten reparieren lassen müssten und dass die deutschen Versicherungen das so ersparte Geld an den Staat zurückführen müssten. Aus diesem Grunde war es natürlich, dass die Bande die Glaskästen an dem erwähnten Schuhgeschäft nach der Reparatur noch zweimal zerschlugen. In Deutschland wurde die Situation für Vortriede als Sozialdemokratin und Jüdin immer bedrohlicher. Da sie denunziert und auch gefangen genommen wurde, gab es für sie nur noch eine Möglichkeit. Sie musste Deutschland so schnell es geht verlassen. Über den Tag ihrer Flucht schreibt sie. Samstag, den 2. September, brachte morgens um 6 Uhr ein Polizist die Gestellungsbefehle für die Eschholzstraße Nummer 20, wo ich seit dem 1. Januar 1939 wohnte. Jetzt wäre ich auch ohne Pass abgefahren, um irgendwie über die Grenze zu kommen. Ich machte schnell einige Besorgungen und lieh mir eine große Schubkarre in einem Malergeschäft, auf die ich mit Hilfe meines Hauswirtes die plombierten Koffer lud und die ich zum Spediteur karrte. Dort hörte ich, dass der Export aller Waren seit einem Tag verboten sei, ausgenommen die, welche sofort Devisen einbrächten. Ich sagte, die Koffer müssten sofort nach England spediert werden, aber das war am 2. September ganz unmöglich. In dem Augenblick kamen einige Schweizer hereingestürzt, die im Schwarzwald zur Kur gewesen waren und auch ihre Koffer exportiert haben wollten. Der Direktor der Speditionsfirma telegrafierte an die Eisenbahndirektion in Karlsruhe und ersuchte um die Ausfuhrgenehmigung für ein Sammelgut Schweizer Koffer. Darunter wollte er auch meine Koffer verfrachten, in der Hoffnung, dass Deutschland keine Reiseeffekten von Schweizer Kurgästen zurückhalten würde. Ich nahm das freundliche Angebot dankend an, obgleich ich noch am gleichen Nachmittag mit der Swiss Air nach Croydon bei London fliegen wollte. Dann lief ich zum Passamt. Tatsächlich war die Passgenehmigung soeben gekommen, aber die beiden SA-Leute, die Zigarette rauchend da saßen und gar nichts mehr zu tun hatten, erklärten, dass während des Publikumsverkehrs keine Pässe angefertigt würden. Am Nachmittag hätten sie frei, dann käme der Sonntag, also soll ich am Dienstag wiederkommen. Montagnachmittag, wenn keine Publikumsstunden seien, würde der Pass geschrieben werden. Keine Minute früher. In Freiburg erhielt Vortriede die Nachricht von dem Spediteur, dass ihre Koffer auf dem Weg nach Basel seien. Aus ihren Briefen erfahren wir, dass sich in diesen Koffern Briefpapier für 3 Jahre befand. Das Briefeschreiben ermöglichte es,
dass sie trotz der Entfernung den Kontakt zu ihren Kindern aufrechterhalten konnte. Nachdem Vortriede erfuhr, dass ihre Koffer unterwegs in die Schweiz waren, ging sie dann wieder zum Passamt. Nach hartnäckigem Bemühen gab es dann doch Hoffnung, den Pass noch am selben Tag zu bekommen. Um 23:45 Uhr war ich wieder auf dem Passamt. Bekam den Pass, auf den ich nun erst meine 17 Schweizer Franken holen konnte, die mir von meinem gestohlenen Vermögen für den Rest meines Lebens zugebilligt wurde. Um 12:20 Uhr war ich wieder in der Bank, die am Samstag um 12:30 Uhr schließt. Um 12:40 Uhr war ich im Reisebüro und holte meine Flugkarte nach England ab, die ich lange schon bestellt hatte, aber nicht bekam, weil der Erwerb auch im Pass eingetragen werden muss. Dann ging ich zum polizeilichen Meldeamt meines Bezirks und meldete mich nach der Schweiz ab. Auf der Gestapo hatte man mir gesagt, das müsse unmittelbar vor meiner Abreise geschehen, weil ich mich ohne Abmeldeschein in keinem Staat polizeilich anmelden könne. Das war eine Lüge. Ich habe den Abmeldeschein aus Deutschland noch nie gebraucht. Dann ging ich zur Bahn und kaufte ein Billett in die Schweiz. So ging ich mit meinen 4 Sommer- und Wintermänteln bekleidet, 2 Handkoffern und Schirm in der Hand am 2. September mittags durch die Freiburger Bahnhofssperre. Ich hatte alles wie im Traum besorgt. Wenn man sich ein Ziel so fest vornimmt, dann erreicht man es auch. Um das Schweizer Visum zu besorgen, war es zu spät. Am Bahnhof entrissen mir 2 Helferinnen der nationalsozialistischen Freiburger Volkswacht meine Koffer mit Heil Hitler und erklärten, dass niemand mehr ohne Fahrkarte den Bahnsteig betreten dürfe. Alle fahrenden Züge, es waren den ganzen Nachmittag über nur 3 oder 4, nahmen aber nur Soldaten mit. Ich traf keinen Zug für Zivilisten. Vergeblich versuchte ich, ein Trittbrett zu erklettern, aber die Schaffner erklärten... Wir fahren heute keine Vergnügungsreisenden. Die Flucht eines Menschen zur Vergnügungsreise zu erklären, ist ein typisches Beispiel dafür, wie die Nazis mit Euphemismen in der Sprache die Opfer und ihr Leid verhöhnen. Jede einzelne Hürde, die Vortriede an diesem Tag im September 1939 zu überwinden hatte, musste von einer kaum vorstellbaren Angst begleitet sein. Sie wusste, dass es ihre einzige Möglichkeit war, sich in Sicherheit zu bringen. Abends fuhr dann tatsächlich der einzige Zug in die Schweiz, der sie mitnahm. Wenige Stunden später war es geschafft. Sie schreibt: Da stand ich nun auf einem schweizerischen Bahnhofsplatz. Ich war gerettet. Mit genau diesen Worten beendet Vortriede ihre Autobiografie. Sie war gerettet und trat als Gerettete ein neues Leben an. 1943 erschien von der Philosophin Hannah Arendt ein Text mit dem Titel Wir Flüchtlinge. Arendt, die ebenfalls emigrierte, beginnt diesen Essay wie folgt. Vor allem mögen wir es nicht, wenn man uns Flüchtlinge nennt. Wir selbst bezeichnen uns als Neuankömmlinge oder als Einwanderer.
Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Nützlichkeit unserer Reaktionen. Arendt schreibt weiter. Nach unserer Rettung, und die meisten von uns mussten mehrmals gerettet werden, haben wir ein neues Leben angefangen. Das neue Leben von Käthe Vortriede hat mit dem Leben vor ihrer Flucht kaum noch etwas gemein. Mit Brecht gesprochen, trat sie als Gerettete in das Nichts. Es gibt heimwehkranke Stunden, in denen ich von einer befreiten Heimat träume, die ihren umherirrenden Kindern zuruft: Kehr zurück! Vortriede kehrte nicht zurück. Das Leben, das ihr eine politische und journalistische Karriere versprach, war 1933 vorbei. Mit dem Aufstieg der Nazis begann für sie der berufliche und gesellschaftliche Abstieg. In der Schweiz hoffte sie noch, denn sie träumte davon, dass Deutschland bald von der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft befreit sein wird. Als sie in Amerika ankommt, wird die Befreiung Deutschlands noch 5 Jahre auf sich warten lassen. Die Freiheit, die Vortriede sich von einem Leben in den Vereinigten Staaten erhoffte, blieb für sie ein uneingelöstes Versprechen. Ihre Briefe bezeugen das. Mit dem Schreiben gelang es ihr aber, die Ereignisse, denen sie ausgeliefert war, festzuhalten. Nie, solange das Dritte Reich besteht, will ich mich vom Hass reinigen. Ich weiß, dass ein sittlicher Mensch kein Gedächtnis für das erlittene Böse haben soll. Aber es handelt sich für mich nicht darum, dass dieses Land meine eigenen Fähigkeiten brachgelegt und meine eigene Hingabe an Volk und Nation mit Gefängnis und Verachtung bezahlt hat, sondern ich denke, dass man immer wieder Lassalles Wort aussprechen soll, was ist, wenn deutsche Schwestern und Brüder in täglicher Angst zittern. Im heutigen Deutschland, das ich verabscheue, hat mich die Krankheit des Menschenhasses gepackt. Ja. Und dennoch gibt es Stunden, in denen ich auf das Wunderbare warte. Die Bäume stehen. Draußen ist Tag, doch schwer ist mein Gemüt. Bang tönt der Glocke Schlag. Wie bin ich so allein? Oh, bittere Zeit, die töricht ich verweine. Groß ist unser Leid. Groß ist unser Leid. Zellenfenster grünt schon der Wald.
sind Gespenster und werden jung schon alt. Und werden jung schon alt. Nur Gitter ohne Ende sind um uns her. Ach, unsere schwachen Hände zerbrechen sie nicht mehr. Zerbrechen sie.